So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ich begrüße euch recht herzlich mit meiner tollen neuen Kamera, die ich geschenkt bekommen habe von der lieben Ingrid. Und die benutze ich natürlich auch sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt Ute gesagt, weil die Ute hat nämlich auch ein Päckchen für mich auf den Weg geschickt. Da bin ich ja schon ganz geil drauf, weil ich stehe total auf Geschenke. Deswegen war ich jetzt kurz durcheinander. Ja, die Kamera von der lieben Ingrid ist es ja. Ja, ich begrüße euch herzlich. Wir schauen ja immer mal am Samstag rein und machen ein Orakel miteinander. Wir schauen mal in die Energien rein. Heute geht es natürlich um die Frage, ja, wie sieht er dich? Ja, wenn du einen Wunschpartner hast, wenn du einen Herzensmenschen hast, ja, mit dem es vielleicht nicht so richtig ja, in Schwung kommt, wenn es da so ein bisschen hapert, stockt, blockiert, ja. Und nicht die nötigen Informationen an dich herangetragen werden oder du nicht die nötigen Informationen bekommst von deinem Herzensmann, stellt man sich natürlich auch zwangsläufig mal die Frage, ja, wie sieht der mich denn eigentlich? Sieht der was von mir? Bin ich vielleicht nur ein Kumpel, ein Freund, Bekannter? Flirtet der einfach nur gerne? Was ist denn hier jetzt eigentlich Phase? Na? Ja, und das wollen wir jetzt natürlich mal auf feinstofflicher Basis erstalken. Die Frage, wie sieht er mich? Dazu würde ich sagen, ja, geht's dann gleich. Meine Lieben, also ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ich würde vorschlagen, wir machen das so, wie ich es auch in persönlichen Readings immer mache. Und zwar gehe ich ganz kurz in die Meditation, um so ein bisschen auf den Teppich zu kommen, um den Alltag so ein bisschen draußen zu lassen. Dafür machen wir es uns jetzt bequem. Ihr könnt ja mein schönes T-Shirt ziehen. Nicht mehr lange, weil wir schließen jetzt die Augen und gehen so ein bisschen in die Atmung rein. Und versuchen einfach mal an nichts zu denken. Wenn dir das schwerfällt, an nichts zu denken, ja, dann konzentrierst du dich einfach auf deine Atmung. Dann merkst du, wie du so ein bisschen zur Ruhe kommst, wie du runterkommst. Der ganze Alltag, der darf jetzt mal draußen bleiben, der hat jetzt hier nichts verloren. Wenn wir merken, dass wir so ein bisschen runterfahren, dann gehen wir wieder in unseren Raum. Sieht so aus, wie du ihn dir vorstellst, wo du dich wohlfühlst, es gemütlich findest. Dort nehmen wir Platz und stellen uns unseren Wunschpartner vor. Wir nehmen ihn wahr, wir sehen ihn ja jetzt schon vor unserem geistigen Auge. Können seine Energie spüren. Wenn wir merken, dass er bei uns ist, dann bitten wir ihn in diesen Raum hinein. Wir bitten ihn, dort Platz zu nehmen. Du nimmst jetzt wahr, wie er vor dir sitzt und du spürst ihn. Er sieht dich an. Jetzt stellen wir ihm die Frage. Wie siehst du mich? Was bin ich für dich? Okay, so wir sind jetzt so ein bisschen alle auf dem Teppich angekommen. Ich muss natürlich jetzt vorher auch wie immer sagen, das ist eine Legung fürs Kollektiv. Es gehen sehr, sehr viele in Resonanz in der lieben Community bei mir, aber ich kann natürlich nicht alle treffen. Auch eine Frage rund das Thema Wunschpartner, Herzensmann, Partner, Ex-Partner hast, dann schreib mich gerne an. Meine Nummer ist hier unten in der Infobox, für WhatsApp, meine E-Mail, meine Homepage. Ich bin überall erreichbar, na, wenn ihr mich für ein persönliches Reading braucht. Aber wir wollen natürlich jetzt mal hier gucken, was wir für Antworten bekommen. So, wir haben jetzt hier unseren Kollegen liegen und ich mache das jetzt wie sonst auch. Ich mische jetzt hier nochmal 8 Karten dazu. Dann schauen wir mal, was wir für Energien bekommen. Der Frage, wie sieht er dich denn?
Ich muss dazu sagen, und wer mich kennt, weiß es auch, ich deute die Karten so, wie sie da liegen. Ich schiebe mir nichts hin, schiebe mir nichts her. Ich erzähle den Leuten keine Geschichten, die sie hören wollen. Das heißt also, wenn jetzt schlechte Karten fallen, dann werde ich die natürlich auch so deuten und werde das natürlich auch so sagen. Na, denn ich bin ja Kartenleger, kein Märchenerzähler. Es ist ja auch meine Verantwortung, ja, das dann auch so zu sagen, wie die Karten gedeutet werden möchten. Also 2, 4, 6, 7. Eine Karte brauchen wir noch. Da fummelt sie sich auch schon aus dem Deck. Und eine Hauptenergie haben wir jetzt auch schon bekommen. Das ist der Brief. So, und als Klärungskarte haben wir hier das Kreuz bekommen. Okay, das kann man ja mal einfach so stehen lassen. Dann nehme ich die Karten immer. Mach sie mit der Herzhand durcheinander. Schau mal, was sich für mich für ein Bild ergibt. Okay. Ja, wie liegen denn die da? Okay, passt soweit. Ich möchte es ja, dass das schön ausschaut, ne? Weil das Auge isst hier immer mit. So. Okay. Also, wir haben jetzt das Deck ja vor uns. Die Kamera ist wie immer krumm. Jetzt ist sie gerade, weil ich ein guter Kameramann bin. So, wir wollen doch jetzt mal schauen, was wir hier an Karten bekommen haben. Die Frage ist ja, wie sieht er dich? Ja, die Hauptenergie, die wir jetzt an der Stelle bekommen haben, das ist der Brief. Der steht ja immer für Kommunikation. Also ich gehe mal davon aus, dass es für euch schon Kommunikation gibt, dass ihr auch in Kontakt seid. Hier ist es auch so, dass er das scheinbar gerne macht. Ja, das Kreuz, das kann natürlich jetzt auch so eine Art Schicksal sein, Schicksalskreuz, dass er vielleicht auch so das Gefühl hat, ja, dass ihr eine besondere Verbindung miteinander habt. Es ist auch für ihn aufregend oder die Schwingung ist ganz gut. Bei ihm liegen ja die Vögel bzw. die Eulen. Diese Karte steht ja unter anderem auch für Schwingung. Die steht auch für Aufregung. Es kann natürlich auch schöne Aufregung geben. Also es ist jetzt nicht immer so, dass man Aufregung als schlecht interpretiert, sondern es geht ja natürlich auch darum, dass man auch mal positiv aufregt sein kann oder nervös, wenn man sich jetzt mit jemandem trifft, wenn man an jemanden denkt, ist man ja auch immer so ein bisschen nervös. Also hier nehme ich das so ein bisschen als positive Aufregung wahr, als Schwingung, die da vielleicht zwischen euch passt. Hier ist vielleicht eine karmische Verbindung auch schon zu sehen, das Kreuz an der Stelle. So, da schaut er auch drauf, ja. Ich sehe aber auch, ja, dass es vielleicht nicht so ganz einfach ist, mit euch hier ein bisschen weiterzukommen, zusammenzukommen. Der Ring liegt zwar hier, das ist ja die Karte für die Beziehung, das ist ja der Ring, die Karte, wenn es halt einfach läuft an der Stelle. Aber hier ist das Labyrinth gefallen. Das ist so ein bisschen, ja, die Ziellosigkeit, das ist so ein bisschen eine Karte, wo man sieht, da könnte es eigentlich straight vorwärts gehen, tut's aber nicht. Da sind so ein bisschen Hürden drin, da ist so ein bisschen die Ziellosigkeit da, dass da nicht wirklich was vorangeht. Vielleicht ist es auch das, was ihn so ein bisschen in die Unruhe. Ja, also vielleicht hat er auch das Gefühl, dass es mit euch ja gar nicht so klappen könnte. Also hier sehe ich so ein bisschen auch die Bedenken darin, dass er sagt, okay, vielleicht wird es ja gar nichts. Ne? Ich weiß nicht so genau, ob das was wird, oder wo der Weg hinführt, hier das Labyrinth an der Stelle. Wir haben hier aber auch in der zweiten Reihe den Klee liegen. Das ist hier eine Karte, das ist, ja, die steht auch für eine glückliche Fügung. Na, also eine glückliche Fügung heißt, dass es ja am Ende die Dinge wahrscheinlich schon passen werden, vielleicht auch wenn es mal wieder ein bisschen länger dauert. Na? Und er hat in seiner Reihe hier auch den Bären liegen. Der Bär, ja, den hat er im Kreuz sitzen quasi. Der Bär, der steht ja für Kraft, für Ausdauer, der steht für ja, Stärke. Also hier ja, ist er schon in seiner Stärke. Er hat sie bei sich, dreht sich aber gerade so ein bisschen weg. Vielleicht ist es einfach deshalb, weil er bei dir schwach wird. Na, aber prinzipiell ist die Stärke bei ihm, und er ist auch jemand, ja, der genau weiß, was er will und der auch weiß, was er nicht will. Also der Bär an seiner Seite, wenn die Karte so nah an der Personenkarte liegt, dann sehe ich schon,
dass wir hier einen Menschen haben, der kein Weichei ist. Ne? Das ist jemand, der absolut weiß, was er will und was er nicht will. Ne? Also er sieht dich hier jetzt schon so, dass er sich mehr vorstellen kann. Vielleicht sieht er sogar auch eine karmische Verbindung hier bei euch. Das Kreuz ist gefallen bei der Kommunikation. Das ist ja auch etwas Schönes. Aber ich sehe hier oben auch so ein bisschen von seiner Seite aus den Zweifel, ob das was wird mit euch oder nicht. Vielleicht machst du dich einfach nur interessant für ihn und dann ist er schon wieder in der Unsicherheit, ne? Männer sind so. Auf jeden Fall, ja, sehe ich hier schon so ein bisschen die Unsicherheit. Er sieht dich als jemanden, den er auf jeden Fall gerne näher kennenlernen will oder mit dem er sich was vorstellen kann. Warum er vielleicht hier in der Unsicherheit ist, weißt vielleicht du besser. In der Kollektivlegung ist das ja immer so ein bisschen schwierig. Da kann ich nicht so präzise Aussagen treffen, weil es ist ja auch für alle. Auf jeden Fall sehe ich hier jemanden, ja, der noch nicht so richtig weiß, wie er vielleicht bei dir den Haken auswerfen soll. So habe ich es jetzt richtig ausgedrückt. Na, aber da ist schon was da. Die Energie ist gut, die Zuneigung ist da, der Ring ist da, die Kommunikation. Er schaut auch da drauf. Er ist eigentlich in seiner Stärke. Vielleicht bist du jemand, bei dem er so ein bisschen auch schwach wird. Na, kann ja auch sein. Und wir haben hier unten in der Reihe auch ja, eine interessante Paarung. Das ist zum einen ja, die Lupe und der Brunnen. Das heißt also, er schaut da schon auch genauer hin bei dir, ob du jemand bist, bei dem er tiefgründigere Gespräche führen kann, ob er bei dir tiefere Einblicke zulassen kann, ob er bei dir tiefere Einblicke bekommt. Also ich sehe hier absolut einen Menschen oder einen Mann mit Tiefgang, ja, also nichts Oberflächliches, jemanden, der auf jeden Fall dem es wichtig ist, dass man auch tiefergehende Gespräche führen kann, ja, dass da auch nicht mal irgendwann das Gesprächsthema ausgeht, weil das ist ja das Schlimmste überhaupt. Also hier jemand, der sich genau auch anschaut, ob er sich hier auch fallen lassen kann. Na, der Brunnen, tief fallen, tiefe Gefühle, tiefe Einblicke. Also es ist schon jemand, der in dir auch jemanden sieht, wo er sich fallen lassen kann. Ja, hier noch der Hund an der Stelle. Der Hund ist auch so eine Karte. Ja, für die Treue, für die Loyalität, für die Zuneigung. Also hier auf jeden Fall, ja, was sieht er in dir? Er sieht in dir einen Menschen, bei dem er sich auf jeden Fall fallen lassen kann. Er sieht einen Menschen in dir, wo er auch tiefere Gefühle zulassen kann. Ja, wo er auch wieder in seiner Kraft sein kann, eine Beziehung haben kann. Die vielleicht sogar etwas Schicksalshaftes hat. Hier ist das karmische Kreuz hier gefallen. Karma, Schicksal. Also hier kann sein, dass er der Meinung ist, dass er in dir jemanden gefunden hat, dessen Verbindung vielleicht ja, vorprogrammiert war. Ne? Kann natürlich auch sein, dass wir hier einen kleinen spirituellen Mann haben. Ne? Kommt ja nicht so oft vor. Aber wie gesagt, er sieht in dir auf jeden Fall jemanden, dem er sich mehr vorstellen kann, ja, und er wäre gerne nicht mehr in der Unsicherheit. Da kommst du jetzt auch so ein bisschen ins Spiel, und vielleicht auch so ein bisschen diese Unsicherheit hier oben nehmen kannst, ne? Dass der gute Mann nicht mehr so aufgeregt ist, weil so wie mir das hier im Deck ausschaut, sieht er dich auf jeden Fall so, als könnte er sich eine Beziehung mit dir vorstellen. Ne? Also liegt jetzt an dir, ihm so ein bisschen die Unsicherheit zu nehmen. Kann sein, dass er vielleicht auch ein bisschen schüchtern ist, dass er nicht so richtig aus sich heraus kann. Ja, das sind alles Dinge, die nehmen kannst, den Zahn kannst du ihm auf jeden Fall ziehen in einem Gespräch mit etwas Zuneigung oder so. Also auf jeden Fall, wenn du dir unsicher bist, ob dein Herzensmann, ob dein Wunschpartner überhaupt Interesse an dir hat, dann kann ich dir in der Energie jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, ja, hat er definitiv. Er ist nur so ein bisschen scheu, ein bisschen unsicher, ob das vielleicht von deiner Seite aus auch genauso gesehen wird, ob das ja, zurückkommt, was er geben wird. Na? Ja, das war eine schöne Legung, hat mir gut gefallen. Ja, wenn du auch ein persönliches Reading möchtest, schreib mich natürlich wie immer gerne an. Wenn du jetzt gedacht hast, dass es jetzt nicht so stimmig ist für dich und deine Situation, dann schreib mich gerne an. Meine Nummer ist hier unten in der Infobox. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich nämlich freuen, wenn du dem Video einen Daumen rauf gibst oder einen Kommentar da lässt, ja, wie es dir gefallen hat oder wie deine Situation so ist. Da freue ich mich dann drüber. Wenn du den Kanal abonnieren möchtest,
Vergiss bitte nicht, die Glocke zu drücken und auf alle klicken, weil ich ab und zu in den Livestream gehe. Da habe ich keine festen Uhrzeiten. Das heißt also, wenn du die Glocke drückst, bekommst du eine Nachricht, eine Benachrichtigung, dass ich jetzt live bin. Und wenn du abonnierst und die Glocke nicht drückst, dann bekommst du leider keine Benachrichtigung. Das wäre ja schade. Vielleicht sehen wir uns dann ja mal live im Chat oder irgendwo, wenn ich dann meine Legungen live auf YouTube mache, würde ich mich freuen, wenn du dabei bist. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch jetzt einen ganz, ganz tollen Tag. Bleibt frisch, bleibt positiv, bleibt gesund und ja.